Wer ist eigentlich Michael Jordan? Michael Jeffrey Jordan wurde am 17. Februar 1963 in New York City geboren und er ist einer, wenn nicht der größte Basketballer aller Zeiten. Er gewann alles, was es zu gewinnen gab, die meisten Titel davon vielfach. Er ist eines der Sportgesichter dieser Welt. Und der Sportartikelhersteller Nike benennt sehr erfolgreich einen Schuh nach ihm. Michael Jordan wuchs in einfachen Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Er fing früh in seiner Kindheit an, mit Freunden und seinem Bruder in den Hinterhöfen in deren Gegend Basketball zu spielen. Sein Vater James Jordan, ebenfalls ein guter Basketballspieler in dessen Jugend, erkannte früh das Talent von Michael und förderte ihn. In den USA läuft es mit dem Sport etwas anders ab als bei uns. Es gibt keine Vereine, so wie wir sie kennen. Der Sport wird in erster Linie über die Schule und später die Colleges, also die Hochschulen und Universitäten geregelt, bevor man erst danach in den Profibereich kommen kann. Man spielt also praktisch immer in einer Art Schulmannschaft. Michael Jordan landete über seine Schule, der Laney High School, an der University of North Carolina. Er entschied sich bewusst für diese Universität, denn er hatte bereits bei seinem Wechsel mehrere Angebote und galt als großes Talent. Mit der University of North Carolina wurde er 1982 im Alter von 19 Jahren nationaler Meister. 1984 wurde Jordan zum Spieler des Jahres in seiner Liga gewählt und meldete sich im gleichen Jahr für den Draft in die NBA an. Die NBA ist die professionelle Basketballliga in den USA und gleichzeitig damals wie heute die beste Liga der Welt. Der Draft ist quasi ein großes Auswahlverfahren, bei dem sich die Teams der Profiliga, eben der NBA, die Spieler von den Universitäten aussuchen, die sie gerne in ihrem Team haben möchten. Jordan war der dritte Spieler, der beim Draft 1984 ausgewählt wurde und kam zu den Mitte der 80er Jahren eher erfolglosen Chicago Bulls. Wer sich in der Geschichte des Sports gut auskennt, der weiß, 1984 waren die Olympischen Spiele in Los Angeles. Und ihr ahnt das wahrscheinlich schon. Michael Jordan war in diesem Sommer in der Olympia-Auswahl der USA, nachdem er erst kurz vorher von den Chicago Bulls ausgewählt wurde, ohne eben ein einziges Spiel auf höchstem Niveau absolviert zu haben. Bereits kurze Zeit später in seiner ersten Saison, 1984-85, übertraf Michael Jordan alle Erwartungen und wurde zum Rookie of the Year, zum besten Neuling des Jahres gewählt. Aus zeitlichen Gründen muss sich seine Karriere an dieser Stelle leider etwas abkürzen, aber die Zahlen haben es in sich. Michael Jordan spielte insgesamt 15 Jahre in der NBA, wurde dabei sechsmal Meister und fünfmal zum besten Spieler der Liga ausgewählt. Jordan gewann über 25 individuelle Auszeichnungen, darunter 92 von der französischen Sportzeitung L'Équipe, sogar die Auszeichnung des Weltsportlers. Darüber hinaus wurde er neben 1984 in Los Angeles auch 1992 als Teil des Dream Team in Barcelona Olympiasieger und wird bis heute von der NBA als der größte Basketballer aller Zeiten beschrieben. Selbst wenn man keine Ahnung von Basketball hat und zufällig ein Spiel von Jordan sieht, merkt man, dass er einfach besser war als alles, was da sonst auf dem Feld stand. Michael Jordan beendete seine aktive Karriere 2003 im Trikot der Washington Wizards, bei denen er seine letzten beiden Jahre in der NBA verbrachte. Was nur die wenigsten wissen, er war neben dem Basketball auch in einer zweiten Sportart Profi. Nach dem Tod seines Vaters Anfang der 90er Jahre wollte Michael ihm den Wunsch erfüllen, dass seine Söhne professionell Baseball spielen. Jordan spielte 2 Jahre lang in der Minor League Baseball, der zweithöchsten Liga, bei den Chicago White Sox, ehe er Ende 1995 zurück zu den Bulls in die NBA kehrte. Jordan ist auch abseits des Feldes eine große Persönlichkeit. Er spielte in mehreren Hollywood-Filmen mit, ist in einem Musikvideo von Michael Jackson zu sehen, war lange das Gesicht vieler großer Unternehmen und nach ihm ist sogar ein Schuh von Nike benannt, der Air Jordan. Jordan ist dem Sport stets treu geblieben. Er ist aktuell Miteigentümer der Charlotte Hornets.
einem Team in der NBA aus North Carolina, dort, wo seine Weltkarriere einst begann.